Hast du dich schon einmal gefragt, was die Sparkasse von anderen Banken unterscheidet? Ganz klar, unser öffentlicher Auftrag. Neben euren Finanzen kümmern wir uns um die Stadtgemeinschaft. Gelder fließen hierhin zurück. So wird das Konzert nebenan oder der Sportverein um die Ecke unterstützt. Die rund 1000 Projekte der Vereine und Institutionen, die wir jährlich unterstützen, kommen aus den Bereichen Umwelt, Wissenschaft und Forschung, Soziales, Bildung, Infrastruktur und Wirtschaftsförderung, Sport und nicht zuletzt Kultur. Vielleicht ist dir schon einmal unser Logo bei einem Konzert oder in deinem Sportverein in Wuppertal aufgefallen. Wir freuen uns, gemeinsam mit dir Wuppertal noch lebenswerter zu gestalten. Hallo und herzlich willkommen aus dem Stadion am Zoo zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen die SSVG Felbert. Wie immer dabei unser Dauergast Ersan Palatan und heute ebenfalls dabei unser sportlicher Leiter Gaetan Umano. Wir haben kurz vorab Infos für unser Spiel der ersten Mannschaft und die weiteren Termine aus dem Verein. Ja, wie bereits gesagt, spielen wir gegen die SSVG Felbert. Die Tageskasse öffnet am Samstag um 12.30 Uhr. Bereits ab 12 Uhr ist das Fanmobil und der Fanstand offen. Tickets sind, wie gesagt, in der Tageskasse erhältlich, weiterhin online und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kommen wir kurz zu den Terminen aus dem Verein. Unsere U19 befindet sich in der Länderspielpause. Da geht es erst am 21.03. weiter. Da ist um 18.45 Uhr am Donnerstag der MSV Duisburg zum Verbandspokal zu Gast. Unsere U17 spielt am Sonntag, dem 17.03. um 11 Uhr beim 1. FC Kleve. Unsere Frauen spielen ebenfalls am Sonntag. Die spielen um 17 Uhr auf dem Stadion am Zoo Nebenplatz. Dort ist DJK Tusa 06, zweite Mannschaft aus Düsseldorf, zu Gast. Und unsere zweite Mannschaft spielt ebenfalls am Sonntag bereits um 13 Uhr gegen Blau-Weiß Langenberg. Die Fans haben wie immer die Chance, Fragen über den Live-Chat zu stellen. Wir fangen erst mit den Fragen aus dem Raum an. Ja, Ersan Palatan, ich fange mit Ihnen an. Wie tief sitzt die Enttäuschung vom letzten Sonntag noch? Ja, noch ist es... Das war der Samstag, entschuldige. Also ich muss sagen, ich habe das natürlich auch schwer verdaut, so wie, glaube ich, alle im Verein und auch die Spieler. Aber es hilft ja nichts, daran noch zu hadern, sondern wir haben das für uns... Geh dran, Günther. Gerade eine kleine Störung. Die Presse ruft beim Günther Hiege an. Okay. Ich sehe, das ist nicht so einfach. Die Tür ist abgeschlossen. Ich versuche mal trotzdem das zu beantworten, die Frage. Ich fasse das nochmal von vorne zusammen. Natürlich saß das noch vom Samstag sehr tief. Das war kein gutes Spiel von uns, von der Mannschaft. Und wie alle waren wir auch sehr enttäuscht. Aber wir haben das auch für uns analysiert und auch klar angesprochen. Und ich weiß, dass wir es ab Dienstag schon abhaken müssen, weil wir natürlich uns auf das Spiel gegen Felbert konzentriert und mit voller Bewusstsein auch vorbereiten wollen. Deswegen sitzt das noch ein bisschen, aber... Ich denke mir, jeder wird das für sich verarbeitet haben und wir müssen das auch dementsprechend abgeschlossen haben, um auf Felbert zu schauen. Muss denn da eine Analyse geben, da war man dann darüber, dass man gerade gegen Mannschaften, Wiedenburg ist eher im Mittelfeld angesiedelt, aber gegen Mannschaften von unten eben die 5 Punkte schon gelassen haben, seid ihr da schon weiter? Ich glaube jetzt erstmal nicht, dass Wiedenbrück eine Mannschaft von unten ist, weil die bewiesen haben, gegen alle Spitzenmannschaften Punkte zu holen. Klar, wir haben uns mehr erhofft. Ich bin selber enttäuscht, noch heute. Man hat gehofft oder alles dafür getan, dass wir die 3 Punkte mal holen auswärts. Ist wieder nicht passiert, deswegen ist die Enttäuschung sehr, sehr groß. Und ja, desotrotz müssen wir da auch sagen, haben wir durch eine individuelle Fehler haben wir das Spiel abgeschenkt. Das 1-0 haben wir nach der Halbzeit einfach durch einen eigenen Fehler haben wir es abgegeben. Und dann, wir hatten uns ja sehr, sehr viel vorgenommen den Samstag und der stand ja lange nur 0. Und wenn man dann so einen Fehler macht, glaube ich, dass das wie ein Glück in den Karten gespielt hat. Und da müssen wir draus lernen. Und es tut mir einfach leid für alle drumherum. Und ja, die Enttäuschung ist tief. Und ja, da hat sich die Mannschaft selber zuzuschreiben, dass sie es nicht schaffen, einfach diese Spiele zu ziehen. Und da muss man auch klar sein, hart sein. Und das ist enttäuschend. Und
Das enttäuscht nicht nur mich oder den Trainer, sondern auch, glaube ich, den ganzen Verein, die Leute drumherum. Und ich kann es nicht verstehen, weil andere Vereine schaffen es, dieses Spiel zu ziehen. Und wir schaffen es nicht. Und das wird uns dann am Ende zum Verhängnis. Jetzt habt ihr bis jetzt mal gesagt, wir brauchen uns ein Spiel zu viel. Das ist noch was drin. Die Meisterschaft ist noch nicht gelaufen. Ab vergangenen Samstag wäre nicht mehr der Fall sein. Ich glaube, nicht mehr viele glauben daran, dass man nach Aachen von der Tabellenspitze vertreiben kann. Wie geht man den Rest der Saison jetzt an, Gaetano? Ja, also ich glaube, jetzt erstmal geht es darum, dass wir eine Reaktion zeigen im Derby gegen Velbert. Wir haben sowieso noch was gut zu machen vom Hinspiel. Klar, die Enttäuschung, wie ich schon sagte, ist sehr, sehr groß und man hat immer gehofft, dass man drankommt. Aber jetzt liegt es einfach daran, dass jeder auf dem Prüfstand ist, dass jeder Spieler sich zeigen muss, auch für die neue Saison. Und ja, da werden wir alles tun, dass wir einfach eine gute Restspiele haben und dann wollen wir eine gute Platzierung. Und ja, anders geht's ja nicht. Wir müssen ja weiterspielen, wir müssen fokussiert bleiben. Und nochmal, wir haben gegen Velbert im Hinspiel verloren. Da fing die Miserie an nach dem Pokalspiel und da haben wir was gut zu machen. Da muss die Mannschaft, die auch bis jetzt in den Heimspielen eigentlich funktioniert hat, sich fokussieren und versuchen, im Derby das Spiel zu ziehen. Und dann schauen wir mal einfach, dass wir eine gute Restrunde spielen. Gute Platzierung ist das Stichwort. Wie wichtig ist es vielleicht noch, den zweiten Platz zu erreichen, so wie im letzten Jahr? Ist das ein Thema oder sind andere Dinge im Vordergrund? Ja, es geht darum, dass wir einfach nur uns ordentlich präsentieren und die Leute, die jetzt noch kommen werden, einfach zeigen, dass wir eine gute Mannschaft sind und dass wir selber eingebrockt haben, dass wir gegen die untere Mannschaft einfach die Punkte liegen lassen und jetzt geht es darum, einfach das nächste Spiel einfach siegreich zu bestreiten, ja. Ersan Palatan, gibt es vielleicht auch Wechsel personeller Art und vor allen Dingen auch taktischer Art, wenn man jetzt gegen Velbert spielt? Diesmal wirklich eine Mannschaft von ganz unten, die aber, glaube ich, in den letzten Spielen auch einige Punkte geholt hat. Ja, Überlegungen gibt's natürlich. Die werde ich hier nicht bekannt geben, welche grundlegenden Überlegungen wir als Trainerteam haben, sowohl personell als auch taktisch. Ich habe es der Mannschaft auch gestern gesagt, wir wollen das seriös angehen. Erstmal für uns selber, natürlich auch fürs Umfeld und für den Verein. Wir wissen, welche Thematik dahinter steckt. Das ist ein Derby, wo viele draufschauen werden im Umkreis. Und natürlich spielt auch Velbert gegen den Abstieg. Sie brauchen jeden Punkt oder auch jede 3 Punkte in den Spielen, um sich da, ja, ich sag mal, den Anschluss wiederherzustellen und über einen Strich zu kommen. Deswegen ist das eine herausfordernde Aufgabe. Auch wenn die Mannschaft unten im Tabellenkeller ist, wird das für uns keine einfache Aufgabe und dem müssen wir uns stellen. Und ich behalte mir einfach vor, eventuell auch Veränderungen vorzunehmen. Aber wie gesagt, das werde ich nicht heute bekannt geben, habe ich mich auch nicht bis jetzt entschieden. Inwieweit spielen die Spieler dann auch für mögliche Verträge für nächste Saison, Ersan Palatan? Also ich finde, dass ein Spieler am Wochenende immer unter Beobachtung ist. Und genauso wie die Mannschaft und auch der Trainer muss jeder Spieler einfach Woche für Woche seine Leistung abrufen. Es reicht ja nicht, ein Spiel gut zu spielen und die restlichen Spiele schlecht zu spielen. Sowohl für den eigenen Verein, für die eigenen Ansprüche, aber auch, um sich eventuell für andere Aufgaben zu empfehlen. Und wir schauen ja auch drauf, mit welchen Spieler können wir unseren Weg gehen, mit welchen Spieler können wir in die nächste Saison gehen. Und da ist jedes Spiel einfach gefragt und nicht denn irgendein besonderes Spiel. Und demzufolge ist jeder Spieler und auch die Mannschaft immer unter Beobachtung und wird an diesen Spielen auch gemessen und gewertet. Jetzt hat Leon Schwers am vergangenen Samstag seine 5. gelbe Karte gesehen, ist also gesperrt. Was bietet sich da als Alternative an oder können Sie schon sagen, wer seine Rolle einnehmen wird? Ja, als Alternative haben wir Ilan Altuntas, als Alternative haben wir Kevin Püttlik auf der Position und wir werden einem das Vertrauen schenken, weil auch beide natürlich ihre Einsatzzeiten bekommen haben. Kevin Püttlik jetzt länger verletzt war, aber einen guten Eindruck hinterlässt. Und demzufolge geben wir uns noch die Zeit, die 2 Tage, die wir haben bis zum Spieltag, um da halt auch die richtige Entscheidung zu treffen.
Ist Kevin Püttlich nach seiner langen Verletzung schon soweit aus Ihrer Sicht? Mit Sicherheit nicht, dass er zu 100% soweit ist, aber Kevin Püttlich ist ein erfahrener Spieler, ein guter Spieler, der hier auch seine Rolle eingenommen hat im Verein, und ich vertraue auch ihn, auch wenn er, wie gesagt, noch nicht zu 100% voll bei seiner Kräfte sein wird, weil er natürlich auch eine längere Verletzungshistorie jetzt hatte und länger ausgefallen ist. Aber trotzdem ist das ein erfahrener Spieler mit viel Qualität, der auf jeden Fall eine Option sein kann. Haben Sie in Ihrer Analyse, sind Sie weitergekommen, warum jetzt am letzten Samstag, glaube ich, ja, einige Spieler auch unter ihrer Form gespielt haben? Ja, wir haben das den Jungs aufgezeigt. Wir haben einfach unsere persönlichen Duelle verloren. Ja, in dem Spiel gegen Wiedenbrück kam es darauf an, Zweikämpfe zu führen, Zweikämpfe zu gewinnen, einfach die Gegebenheiten und den Gegner anzunehmen. Und das haben wir nicht geschafft. Der Gegner war einfach in der Hinsicht aggressiver, zweikampfstärker und hat uns das vorgemacht, wie man so eine Spiele bestreiten muss. Und wir hatten da das Nachsehen. Das ist ganz klar besprochen worden, ganz klar aufgezeigt worden. Wir haben auch eine Statistik uns erstellen lassen, wo wir einfach auch sehen konnten, wie viele Zweikämpfe wir verloren haben, wie viele zweite Bälle wir verloren haben. Und wenn du einfach in einem Fußballspiel deine persönlichen Duelle nicht gewinnst, wird es schwer, Spiele zu gewinnen, egal gegen welchen Gegner. Und das haben wir an dem Tag nicht geschafft. Was macht Sie optimistisch, dass das gegen Velbert gelingt, weil diese Mannschaft sicherlich auch alles reinwerfen wird? Ja, ich denke mir, die Mannschaft wird eine Reaktion zeigen. Sie wird erstmal diese Tugenden auf den Platz bringen. Wobei ich glaube, dass das schon ein anderes Spiel wird gegenüber dem Wiedenbrück-Spiel. Dass Velbert schon eine andere Spielausrichtung hat. Und wir dementsprechend gut eingestellt sind und wissen, was auf uns zukommt. Trotzdem sind diese Tugenden, die ich vorhin beschrieben habe, einfach in jedem Fußballspiel wichtig. Und du musst erstmal deine Zweikämpfe, deine persönlichen Duelle gewinnen, um überhaupt gegen jeden Gegner auch eine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen. Und mich stimmt einfach optimistisch mein Eindruck in dieser Woche. Und auch, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen will und wird, stimmt mich positiv. Für Ihren weiteren Weg hier beim WSV, was haben die letzten Spiele bedeutet? Ich glaube, Sie sind ja auch mit vielleicht größeren Ambitionen hier nach Wuppertal gekommen. Ja, was heißt größere Ambitionen? Also ich wollte alles daran setzen, dass wir den Abstand zu den oberen Mannschaften verkürzen. Wir sind da sehr gut gestartet, hatte einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft. Die habe ich immer noch. Aber so eine Spiele geben natürlich auch Trainer Erkenntnisse. Und die Erkenntnisse werden aber natürlich jetzt intern besprochen, weil wir natürlich in der Ausrichtung auch im Hinblick auf die neue Saison wieder eine schlagkräftige Mannschaft für uns gewinnen wollen und eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen wollen. Und da bedacht es halt auch, diese Spiele nochmal zu analysieren und nüchtern durchzugehen. Weil an diesen Spielen kommt es meistens darauf an, wie gesagt, diese persönlichen Duelle zu gewinnen, eine gewisse Aggressivität und Mentalität auf den Platz zu bringen. Und wenn man die nicht hat, dann wird es schwer in so einem Spiel. Und trotzdem bin ich ambitioniert weiterhin und will auch das Bestmögliche erreichen. Und wir haben noch 9 Spiele vor der Brust, wo wir trotzdem noch viele Punkte einfahren wollen, um am Ende, ja, egal auf welcher Platzierung wir sind, das maximal rauszuholen. Gaetano Manno, inwieweit sind möglicherweise auch Verträge, die ja über die Saison hinaus bestehen, da auf dem Prüfstand? Ja, ich glaube, es ist alles auf dem Prüfstand. Also ich kann jetzt nur von meiner Seite sagen, dass jeder Spieler auf dem Prüfstand ist. Es ist jetzt einfach zu oft passiert, dass wir auf solche Spielen einfach 6-7 Totalausfälle haben, und das muss ich als sportlicher Leiter immer hinterfragen. Und das werden wir aber intern machen, das werden wir mit dem Trainer besprechen, welche Analyse wir Ende der Saison haben, welche Spieler uns weiterbringen oder nicht. Aber es ist einfach bei diesen Spielen einfach zu viele Ausfälle, dass du Spiele gewinnen kannst. Und wenn wir das haben, hat man gesehen, da verlieren wir gegen jeden. Und das sogar im Pokal gegen Bezirksliga. Und da muss man sagen, da müssen wir unsere Erkenntnisse rausziehen und
Das werden wir tun. Und jetzt geht es einfach nur darum, dass wir das Derby ordentlich bestreiten, dass wir ein gutes Gesicht zu Hause zeigen und dann werden wir intern das alles analysieren. Die, wie wichtig ist jetzt, dass weitere Unterstützung von außen kommt, auch von den Fans? Was kannst du denen sagen? Eigentlich kann ich nicht viel dazu sagen, weil immer habe ich gehofft oder animiert, dass sie kommen sollen. Aber ich kann jetzt verstehen, dass in Wienbrück viele Leute gekommen sind und wir einfach enttäuscht haben. Und da nehme ich die Mannschaft einfach in die Pflicht, weil es tut mir einfach leid, weil wir jedes Mal dann auswärts das Spiel verhauen und uns das ein paar hundert Leute hier kosten oder vielleicht 1000, ich weiß es nicht. Es ist einfach schade, weil wenn man dann zwischendurch die Spiele sieht, dass die Mannschaft es kann, kostet uns das Zuschauer, dem Verein und ich kann eigentlich den Zuschauern jetzt sagen, kommt trotzdem, das ist ein Derby, versucht die Mannschaft zu unterstützen, auch wenn die jetzt eine schlechte Phase bei den Auswärtsspielen hat, aber trotzdem geht's weiter. Wir sind unter den ersten 5. Wir sind jetzt nicht auf Platz 12 oder 13. Ich kann die Enttäuschung verstehen, aber trotzdem müssen wir jetzt zusammenhalten und jetzt sagen, okay, wir werden die letzten 9 Spiele ordentlich angehen und dann schauen wir mal, wo wir am Ende sind. Inwieweit können die Vertragsgespräche für die neue Saison weiterlaufen im Moment oder sind die ausgesetzt? Ich glaube, der Etat ist ja auch noch nicht sicher. Ja, erstmal geht es darum, dass wir als Verein oder ich ein Etat kriege, ein Budget. Und das ist noch nicht passiert. Und wenn das passiert, dann kann ich auch, wir werden ja unsere Analyse schon jetzt mit dem Trainerteam und wir als Team schon machen. Und dann werden wir das auch angehen. Aber solange ich kein Budget habe, kann ich nichts angehen, auch nichts extern. Ich kann nur alles vorbereiten, das tue ich gerade und dann werden wir sehen, was wir für ein Budget kriegen. Gibt es eine Aussicht, wann das kommen soll? Ja, am besten so schnell wie möglich, aber das werden wir sehen. Also ich habe den Verein und den Vorstand gebeten, dass sie das klären und dass mir so schnell wie möglich ein Budget freigestellt wird. Ja, St. Palatin, bis auf Leon Schwers, gibt es Spieler, die möglicherweise am Samstag auch nicht zur Verfügung stehen oder wer ist alles dabei? Ja, wer jetzt die Tage nicht mittrainieren konnte, war Hüseyin Bulut aus krankheitsbedingten Gründen. Tim Korczucek hatte leichte Wadenprobleme, wird heute ins Training hoffentlich einsteigen können. Ansonsten gibt es da keine weiteren Beschwerden. Ja, klar, Tom Gerkens wird fehlen, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen sind wir soweit ganz gut, denn dass wir zumindest viele Optionen haben. Hüseyin Bulut hatte sicher in Wiedenbrück auch verletzt, das ist aber nichts Schwerwiegendes. Nein, es ist krankheitsbedingt, dass er fehlt. Fühlt sich schlapp, hat eine leichte Grippe oder Erkältung. Ich hoffe, dass er morgen dann zur Mannschaft stoßen kann, sodass er vielleicht doch eine Alternative sein wird, aber ist jetzt nicht verletzungsbedingt. Könnte es einen Wechsel auf der Torwartposition geben? Es könnte auf jeder Position einen Wechsel geben. Und deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. Dankeschön, das wären meine Fragen. Ja, machen wir weiter mit den vorab gestellten Fragen. Wie bereits gesagt, können gerne noch Fragen über den Live-Chat gestellt werden. Ja, Gaetano Manno, also am Palatin könnt ihr euch beide was zu sagen. Werden schon Gespräche mit neuen Spielern geführt, beziehungsweise habt ihr schon Spieler im Auge und trennen wir uns im Sommer auch von Spielern, die aktuell bei uns sind? Aber ich glaube, ich habe dazu schon was gesagt. Wir sind in Planung, ich bereite alles vor. Ja, ich kann natürlich nichts abschließen, wenn ich kein Budget habe und ja, das tun wir. Wir arbeiten da sehr professionell und auch mit den Spielern, wo ich sagte, von unserer Seite, die noch keinen Vertrag für den Sommer haben, die sind alle auf dem Prüfstand, die müssen Gas geben und dann werden wir am Ende entscheiden, welche Spieler verlängern können oder nicht. Ihr beiden habt Vertrag, können wir mit euch feste planen? Die Frage kam häufiger. Wir haben beide Vertrag. Ja, also mein Wissensstand ist auch so, dass ich noch einen Vertrag habe. Und wir machen das mit Leidenschaft, mit Herzblut, auch mit Überzeugung. Ich für meinen Teil und bin auch fest davon überzeugt, dass wir, egal unter welchen Umständen, eine gute Mannschaft hier präsentieren werden. Und deswegen stimmt die Antwort denn so abgleichend, dass wir noch einen Vertrag haben, ja.
Ja, das Thema Marketing, Vertrieb ist beim BSV ein großes Thema. Wie werdet ihr damit eingebunden? Kann das auch mal sein, dass ein Sponsor sagt, ich würde gerne mal den Trainer oder den sportlichen Leiter kennenlernen? Ja, das ist selbstverständlich, dass wenn die Marketingabteilung uns braucht, dass wir zur Verfügung stehen. Das ist immer so abgesprochen. Das heißt, wenn jemand dazukommen soll, dann werden wir auch dazu stoßen. Dann ist eine Frage, die auch häufiger gekommen worden ist. Gab es intern vielleicht eine Ansage an euch, dass ihr gar nicht aufsteigen dürft, weil so viel Geld fehlt für einen Aufstieg in die dritte Liga? Nee, also ich sage, die Enttäuschung ist groß, sonst wäre ja keine Enttäuschung da. Also das ist von unserer Seite, gab es noch nie. Wir haben immer gesagt, dass wir oben mitspielen wollen, wollen bis zum Ende oben bleiben. Und ja, es gab nie die Aussage, auch nicht vom Verein oder Geldgeber, egal wer. Das Ziel war eigentlich ganz klar, dass wir oben mitspielen wollen und alles dafür getan haben, dass wir es schaffen können, also dieses Jahr. Und ja, wo die Fehler liegen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Kam eine Frage, da kannst du was zu sagen. Ersan, Semir Saric hat zuletzt nicht so viel Spielzeit bekommen. Ist ja wieder eine Überlegung wert, dass er Samstag vielleicht mehr spielt? Ja, mit Sicherheit. Ich habe es auch der Mannschaft gesagt, dass viele Spieler jetzt einfach auch wenig Spielzeiten bekommen haben oder weniger Spielzeiten bekommen haben. Semir Saric ist ein Spieler von denen, weil natürlich auch gewisse Spieler ihre Leistungen gebracht haben und wir auch gute Ergebnisse geholt haben. Das ist einfach im Fußball so. Man kann ja nicht mit 18 Feldspieler spielen. Deswegen muss man sich für 10 Feldspieler und einen Torwart entscheiden. Aber das, wie gesagt, habe ich der Mannschaft auch gesagt, dass jetzt die Trainingswoche entscheidend ist, die Trainingsleistungen auch entscheidend sind, um einfach dann zu sehen, wer bietet sich an, wer ist bereit für dieses Spiel, mit guten Trainingsleistungen und guten Eindrücken auf sich aufmerksam zu machen. Und ich kann bei Semi und auch bei vielen anderen Spielern sagen, dass die Trainingseindrücke sehr gut sind. Ich eine Gier verspüre, bei einigen Spielern unbedingt spielen zu wollen, und das ist gut. Und demzufolge ist Semir jetzt auch einer von denen, die letzter Zeit weniger Spielzeit bekommen haben. Und auf jeden Fall macht er auf sich im Training aufmerksam. Dann ist die Frage auch mehrfach gekommen. Hattest du die Woche mit Paul Grave nochmal gesprochen? Ja, so persönlich nicht. Ich habe es gerne in der Gruppe, dass ich vor allen Spielern auch die Kritik oder die Analyse denn mache und auch Lob ausspreche. Und wir machen das gemeinsam. Und das haben wir gemacht. Genauso wie das ganze Spiel, was wir angegangen sind, sind wir auch persönliche Situationen durchgegangen. Und das haben wir schon mit ihm durchgesprochen, ja. Dann ist eine Frage, da kann der sportliche Leiter vielleicht was zu sagen. Das Stadion am Zoo wird im Sommer 100 Jahre. Ist da vielleicht ein Testspiel geplant gegen großen Gegner? Die Fans haben gerade vorgeschlagen, man könnte gegen die Young Boys aus Bern spielen oder gegen unseren einzigen Europapokalgegner Ruch Chorzów aus Polen, die mittlerweile auch wieder Erstligist sind. Also da ist gerade der Verein am Plan und wir haben ein, zwei Gegner zur Auswahl oder zur Verfügung, wo was passieren kann. Und da sind wir gerade in Planung und sind aber nicht diese Vereine, die gerade genannt worden sind. Alles klar. Dann eine Frage, die noch sehr oft gekommen ist. Wie viele Tickets sind für Samstag verkauft? Es waren gestern über 1000 Tickets verkauft, aber wir sind noch weit weg von den 2000 Tickets. Also hier nochmal der Appell. Bringt gerne eure Freunde, Familie, wen auch immer mit. Die Mannschaft braucht euch und genau. Es gibt keine weiteren Fragen hier im Raum, im Chat. Vielen Dank für alle, die anwesend waren, die im Live-Chat waren und wir hoffen, dass wir euch Samstag zahlreich im Stadion 2 begrüßen dürfen. Hast du dich schon einmal gefragt, was die Sparkasse von anderen Banken unterscheidet? Ganz klar, unser öffentlicher Auftrag. Neben euren Finanzen kümmern wir uns um die Stadtgemeinschaft. Gelder fließen hierhin zurück. So wird das Konzert nebenan oder der Sportverein um die Ecke unterstützt. Die rund 1000 Projekte der Vereine und Institutionen, die wir jährlich unterstützen, kommen aus den Bereichen Umwelt, Wissenschaft und Forschung, Soziales, Bildung, Infrastruktur und Wirtschaftsförderung, Sport und nicht zuletzt Kultur. Vielleicht ist dir schon einmal unser Logo bei einem Konzert oder in deinem Sportverein in Wuppertal aufgefallen. Wir freuen uns, gemeinsam mit dir Wuppertal noch lebenswerter zu gestalten.